Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blazing Beaks. Und da der gute Jay Kloxen, der das ja auch wegen mir spielt, mehr oder weniger, gesagt hat, ich soll mal die Daily Challenge spielen, machen wir heute mal das allererste Mal die Daily Challenge. Vielleicht kriege ich sogar eine Errungenschaft dafür. Guck mal hier, ein paar 36,9 mal 1015 Meter. Jetzt wisst ihr es auch, Leute. Und wir spielen einfach mal den Pinguin, weil der ganz cool sein soll. Keine Ahnung, was in der Daily irgendwie anders sein soll. Man sammelt da halt irgendwie Punkte. Und man kann ihn nur einmal am Tag machen. Ach, jetzt weiß ich auch, warum in Jays Videos unten immer diese Zeit ist. Die ist nur in den Daily Challenges. Das heißt, er kommt wohl auch irgendwie auf die Zeit drauf an. Ansonsten ist es ganz normal. Oh. Okay. Ganz normal Blazing Beaks. Das heißt, ja, ganz normal. Wir sind jetzt halt der Pinguin. Uncollected Coins make you lose all your collected coins. Das ist vollkommen in Ordnung. Und der Pinguin macht mit seiner Waffe, oder vielleicht sogar der Pinguin an sich, ich weiß gar nicht, ist das an die Waffe gekoppelt? Aber der kann Gegner irgendwie verdoppeln, wenn man Pech hat. Und das ist doof, aber ansonsten, da ist wieder verdoppelt worden. Also wenn die so ein machen, dann wurden sie verdoppelt oder muss dann die Gegner quasi zweimal töten. Aber dafür hat man, glaube ich, von Anfang an eine recht starke Waffe, die halt immer so einen Dreierschuss macht. Wir verdoppeln hier aber gerade sehr, sehr häufig die Gegner. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Und ich versuche natürlich relativ hoch zu kommen in der Rangliste. Ich habe bei dem Jay gesehen in seinen Videos, dass nicht so viele Leute jetzt die Daily Challenge machen. Also nicht wie bei Isaac zum Beispiel, wo wirklich jeden Tag tausende von Leuten irgendwie die Daily Challenge machen, was ich jedes Mal heftig finde. My name is not from you shot me durch 3 Coins. Oh nee, ich glaube, die sterben relativ häufig auch an Gift und Fallen und so ein Scheiß. Außerdem will ich doch meine Umgebung für mich nutzen. Dann wäre so ein Artefakt richtig doof irgendwie. Wenn man dafür bestraft werden würde, dass man seine Umgebung für sich nutzt. Das ist doch blöd, Leute. Das will ich nicht. Nein, nein. Ja, deswegen hier spielen nicht so viele. Vielleicht, wenn ich relativ weit komme. Ich muss, glaube ich, gar nicht so weit kommen, aber so relativ weit halt. Einfach relativ sagen. Dann kann ich schon Erster werden. Das ist auf jeden Fall mein Ziel für heute. Takes away your active ability. Oh nein! Wie soll ich nur bloß ohne meine Ausweich... Oh, ich habe die Mütze nicht eingesammelt. Ohne meine Ausweichfunktion agieren. You lose 2 coins every... One damage you get. Ich habe sowieso keine Coins. Und ich verliere alle Coins. Habe ich gerade. Ha! Weil ich die Münze nicht eingesammelt habe. Weil ich ja irgendein Artefakt habe, das mir alle Münzen wegnimmt. So, wir können ja mal darauf achten, wofür wir denn tolle Punkte bekommen. Wenn wir für jeden Gegner, den wir vernichten, Punkte bekommen, dann wäre der Pinguin sogar noch doppelt gut. Weil er verdoppelt ja einfach die Gegner. Und dann töten wir doppelt so viele Leute wie vielleicht andere Leute. So. Wir könnten zum Boss gehen, aber wir gehen erstmal zum Shop. Denn... I wanna lose my artifacts to get vielleicht ein bisschen Leben. Plus 15 Weapon Range, okay. Chunks will get 1 HP by entering next level. Mega gut. Und plus 2 Max HP, geil. Also wir haben jetzt die Chance jedes Mal, wenn wir in eine neue Ebene gehen. Level oder Raum? Wahrscheinlich nur Level. Dass wir dann ein Leben dazu bekommen. Okay, dann ist das aber gar nicht so krass. Wäre das pro Raum? Das wäre heftig. Wenn man in jedem Raum, den man verlässt... Aua, die Chance hat, ein Leben dazu zu bekommen, dann wird man wirklich richtig krass tanky sein, finde ich. Aber ich finde schon mal sehr schön, dass wir auf jeden Fall einen Lebensupgrade dazu bekommen haben. Was haben wir hier? Takes away all of your coins permanently. Oh no! Was haben die hier mit ihren Coins-Artefakten? Das ist ja unfassbar. Ja, ansonsten gar kein Plan, ob das hier überhaupt irgendwas bringt, die Daily Challenge zu machen. Ob man da auch Sachen freischalten kann für den normalen Mann oder so. Wäre auf jeden Fall einen sehr schwachen Newt. Aber da der Jay mich gerne mal in der Liste da sehen wollte, ich hoffe, er spielt das dann auch nachher nochmal. Keine Ahnung. Dann hier bitte, Jay. Nur für dich mache ich diesen Daily One. So, was gibt's sonst Neues? Leute, zu Blazing Beaks. Es kam ja ewig kein Update, aber jetzt tatsächlich wurde ein Update mal angekündigt. Der ist sehr schnell gestorben. Für den 5. Dezember tatsächlich. Plus 10 Coins. Okay, schnell die Münzen einsammeln, sonst verlieren wir wieder alles. Reduce your one speed by 30%. Nein, danke. Ability to freeze all enemies. Mega gut, nehmen wir mit. Oh, dann. Das war schon mal der erste Boss. Das ging ja recht schnell. Schöne Daily Challenge. Ich glaube, ich sollte öfters mal diesen Pinguin benutzen. Der scheint mega stark zu sein. Auf jeden Fall, seine Waffe ist von Anfang an mega stark, weil er halt auch so häufig schießt. So, und jetzt können wir in jedem Raum, in den wir reingehen, erstmal die Gegner richtig geil einfrieren. Mega gut. Hat der Pinguin sonst noch irgendwas Spezielles? Ich glaube, sein Vorteil ist halt, dass er relativ stark ist und oft schießen kann. Und sein Nachteil ist, dass er die Gegner verdoppelt, wenn er Pech hat. Aber sonst? Vielleicht macht er die Gegner sogar langsamer. Aber ich glaube, das war noch ein anderer Charakter, ne? Der die Gegner verlangsamt hat. Ich glaube, irgendeiner hatte noch so eine Glacial-Waffe. Aber da bin ich mir gerade nicht so sicher. Müsste ich mir die ganzen Leute das nochmal angucken. Wieso nutze ich eigentlich meine aktive Attacke hier nicht? Das wäre doch voll schlau und so. So, wir können auch wieder in den Shop gehen. Stirb mal bitte. Danke fürs Herz.
Immer, ich gehe immer sofort in den Shop. Denn ich hab glaube ich gelernt, dass auch zwei Shops pro Ebene da sein können. Wir haben auch richtig viel Geld, Leute. Double the amount of coins you currently have. Okay, wir haben richtig viel Geld. Weapon Deals plus mehr Damage for every coin you have. Scheiße, wir sind jetzt richtig stark, wenn wir 30 Coins behalten. What? Coins are power und so. Oh, Shotgun mag ich auch richtig gerne. Oh, nö. Kompressionsballets. Strich, Damage 5. Mega viel Damage. Okay, ist das so ein Laserstrahl oder was? Die ist so teuer, die muss, glaube ich, gut. Ich nehme die einfach mal mit. Und wir sind jetzt halt durch dieses Artefakt, das wir gerade eingesammelt haben, sowieso noch mega viel stärker. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Oh nein, das ist eine Nahkampfwaffe. Oh mein Gott, das ist eine Nahkampfwaffe. Das ist nicht gut, Leute. Aber ich glaube, wir machen jetzt alles... Aua. Wir werden jetzt alles one-hitten. Wir müssen nur ganz nah ran. Das ist quasi wie bei Nuclear Throne. Der... Ja, diese Nahkampfwaffe. Du weißt schon, was du meinst. Decrease your one speed. Nein, danke. Will ich alles nicht. Okay. Das heißt, Plan ist jetzt... Wir gehen, wir frieren die ein, schlagen die einmal, in der Hoffnung, oh Gott, dass sie explodieren. Ja, okay, bei diesen explosiven Dingern muss man halt aufpassen. Alter, aber wir machen jetzt alles One-Shot. Wie der French bei, wow, bei Nuclear Throne. Oder? Ja, Nuclear Throne. Möchte ich übrigens auch mal wieder spielen. Ich war auf so einer komischen Seite, der mir gesagt hat, was sollte ich streamen? Und da stand dann Nuclear Throne drin, weil ich das anscheinend lange nicht gespielt habe und das ja ein tolles Spiel ist. Und vielleicht kommt das auch nochmal. Ihr könnt mir aber sagen, ob ihr Nuclear Throne sehen wollt. Das ist dieses andere pixelige Spiel. Au! Wo ich sehr schlecht drin bin. Fuck, ich glaube, ich brauche doch eine andere Waffe. Wir sind jetzt mega stark eigentlich. Oh oh. Aber... Oh Gott, und Explosionen sind noch größer. Ich brauche ganz schnell Leben. Aber ich muss so nah an die Gegner rangehen und das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, Leute. Does not allow you to pick up any artifacts. Nein, danke. Ich würde schon gern Artefakte mitnehmen. Das ist schließlich Ziel dieses Spiels. Ich habe jetzt nur 4 Leben. Ja komm, wir gehen trotzdem zum Boss. Ist zwar richtig der blöde Boss, weil wir nah an ihn rangehen müssen. Aber bevor er viel zu viele Leben bekommt und wir gerade noch ein paar Leben haben. Okay, Angriff, Angriff. Oh Gott. Angriff, Angriff, Angriff. Ich glaube nicht, dass ich ihn überlebe. Wie viele Leben zieht er nochmal ab, wenn er einen Eimer trifft? Nur 2, oder? Ich hoffe nur 2. Also seine Spuckdinger machen auf jeden Fall nur 2 Damage. Ja, ja, mach du mal, mach du mal, mach du mal. Attacke, Attacke, Attacke. Nein! Okay, Eimer noch. Schade. Hätten wir locker hinbekommen mit 2... Oh Gott. In seiner zweiten Form. Und einmal hitten, bevor er irgendwas macht. Nein, er hat mich trotzdem noch getroffen. Bitte gib mir jetzt ganz viele Herzen. Das war nicht nett von dir, dass du mich da noch einmal gehittet hast. Schon wieder diese Zunge. Das ist eine Zunge, ne? Ja, Newts Zunge. Ability Port, bla bla. Increase your web. Your One Speed bei 15%. Das ist gut. Dann können wir so Hit and Run machen. Wir gehen natürlich trotzdem den gelben Weg, weil der gelbe Weg ist immer noch leicht. Diese Daily Challenge heute wirkt so, als könnten wir hier ganz schön schnell durchlaufen. So, vor denen habe ich jetzt natürlich mega Angst. Weil die machen komische Granaten, das mir nicht gefällt. Wenn einer eine Granate wirft, würde ich halt instant tot warten. Wir warten einmal kurz, bis meine Fähigkeit wieder aktiviert ist und dann machen wir die jetzt einmal fertig. Wir machen jetzt auf Nummer sicher, Leute. Ich will wirklich weit kommen heute. So, wir haben sogar ein Artefakt. Geben wir natürlich ab. Ich bin sehr gespannt, was in diesem Update jetzt am 5. Dezember, das heißt, in 3 Tagen kommt da nochmal was, so da Neues zukommt. Hoffentlich neue Waffen und neue Synergien. Synergien wäre halt mega geil. Chance that you will not be charged for weapon purchases in the shop. Oh, okay, mega gut. Double the chance to loot more keys. Auch okay. Jetzt nicht mega gut, aber ist okay. Die kostet sogar mehr hier. Purple Blaster. Komm, nehmen wir mit. Wir haben trotzdem noch 28 Münzen. Wir sind so, so fucking reich und jede Münze macht uns stärker. Wie viele Münzen kann man haben? Was meint ihr? Okay. An sich, mega guter One. Wir dürfen halt nur nicht richtig dumm Leben verlieren. Und dann haben wir wirklich mega den Schaden. Und wir schießen jetzt halt auch schnell und viel. Und überhaupt alles, Leute. Das könnte ein richtig guter One werden, wenn ich das jetzt nicht verkacke. Noch ein paar Leben dazu bekommen und dann wäre alles cool. So, zählt das jetzt als einen Schuss, wenn ich hier 3 Schüsse mache oder nicht? Eine Münze. Okay, die macht mich zumindest stärker. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber was ist sonst noch passiert, Leute? Das ist das erste Adventwochenende. Heißt, Weihnachtsmärkte und sowas gehen jetzt offiziell los. Beziehungsweise in einigen Städten waren die bestimmt auch schon vorher. Aber jetzt gehen sie, glaube ich, offiziell los. Ich war auch gestern schon auf einem drauf. Hab da schön Currywurst gegessen und gebrannte Mandeln gekauft. Was man halt so, aua, was man halt so auf einem Weihnachtsmarkt macht, nicht wahr? Keine Ahnung, isst man da wirklich sowas? Ich weiß es nicht. Weapon Wrench, mega doof, will ich nicht. Was bist du? Du hast 2 Coins for every 1 damage you get. Nö, ich behalte meine Münzen, danke. Aber ich gehe gerne in den Schlüsselraum rein. Ich habe so wenig Leben.
Wieso ist der Schlüsselraum so ein Raum? Okay, nicht cool. Erstmal alles einfrieren. Mit einem Hit sind wir nämlich höchstwahrscheinlich tot. Oh Gott. Hat er sich gerade selbst... Er hat einen anderen Typen getroffen. Habe ich das richtig gesehen? Okay. Sehr interessant. Bitte töte mich nicht. Ich hab mega Angst. Jeder nächste Hit wird mich töten. Oh, oh. Lass mich einfach in Ruhe. Wieso wirst du verdoppelt? Okay, bitte ein Herz. Come on, ich brauche doch nur ein Herzchen. Kann da bitte ein Herzchen drin? Danke, zumindest eins und ein goldenes... Was? War da gerade ein goldenes Herz drin oder so? Keine Ahnung, da war irgendwas Goldenes, aber ich weiß nicht, was genau. Blabla, nee. Ich brauche Herzen. Ein bisschen Blödchen hier. Ja, Leute, wart ihr auch schon auf einem Weihnachtsmarkt oder... Mögt ihr Weihnachtsmärkte nicht mehr, weil da könnten ja Terroristen sein. Apropos, Leute, passt auf euch auf, wenn ihr auf Weihnachtsmärkte geht, vor allem in Städten. Achtet auf Leute in Traktoren, die durch Weihnachtsmärkte durchrasen wollen. Ja, ja, also dann müsst ihr schnell weglaufen, wenn ihr seht, oh, da ist ein LKW, der kommt direkt auf mich zu und bremst gar nicht. Dann würde ich lieber schnell ausweichen. Also nur so als kleinen Tipp, ich habe das Herz nicht aufgesammelt, fuck. Falls ihr, ja, als kleiner Tipp. Nur mal so am Rande. Aber war ganz schön, vor allem hier in meiner kleinen Ministadt. Ich bin ja eigentlich, ich lebe in so einem Vorort in Hamburg. Ja, da hatten wir einen Weihnachtsmarkt und da waren tatsächlich richtig viele Leute. Sogar mit Live-Orchester und so einem Kram. Die haben dann Weihnachtslieder gespielt. Aber so viele Leute waren hier, glaube ich, noch nie in den Vorjahren. Das war richtig heftig. War doch nicht lange, vielleicht eine Stunde oder sowas. Und dann, ja, ich habe nur drei Leben. Und dann war es das. Drei Leben für den Boss ist nicht so geil. Ich würde gerne noch mal ein bisschen Leben farmen wollen. Hoffentlich funktioniert mein Plan. Und ich sollte viel häufiger wirklich mal meine Fähigkeit hier einsetzen. Die ist nämlich eigentlich mega OP und man kann sie halt in jedem Raum einsetzen. Aber Leute, wart ihr schon auf dem Weihnachtsmarkt? Mögt ihr überhaupt Weihnachtsmärkte? Wie steht ihr dazu? Und was esst ihr da immer? Esst ihr da Mutzen oder ich weiß nicht, wie man sie sonst noch nennt. Nicht Mutzen, sondern Schmalzgebäck. So, jetzt haben wir zumindest vier Leben für den Boss. Zumindest ein Leben mehr. Ich hasse diesen Boss trotzdem. Gut, ich hasse dich. Du komischer Bienenboss. Wir sind zumindest wirklich sehr, sehr stark. Mal gucken, wie viel Schaden wir zu seinem komischen Ding hier machen. Können wir halt leider nicht einfrieren. Oh, das ist wirklich mein absoluter Hassboss. Aber wir sind hier relativ schnell gelandet. Das ist heftig. Achso, ich habe, glaube ich, ganz am Anfang nicht erzählt. Daily One ist natürlich für jeden immer gleich. Also jeder, der jetzt an diesem Tag, also jetzt am 2. Dezember, quasi den Daily One macht. Okay. Da wird jeder dieselben Artefakte bekommen und jeder dieselben Gegner und bla bla bla. Das heißt, da ist nicht so viel random, sondern halt geseedet sozusagen. Ich hoffe, das war verständlich. So, kannst du den jetzt mal ein paar Mal häufiger treffen? Oh Gott, wenn er mich hittet, bin ich wahrscheinlich tot, weil er drei Leben abzieht. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. So, okay, die frieren wir auf jeden Fall mal ein, damit wir auf der sicheren Seite sind. Okay, er zieht nur zwei Leben ab. Nur ist gut, bitte töte ihn. Danke! Okay, schnell die ganzen Herzen aufsammeln. Alter, mit einem Leben überlebt. Heftiger Kack. Chance to have less enemies in locked levels. Finde ich gut. Slide habe ich weggegeben vorhin. Wieso sollte ich das jetzt mitnehmen? Und taking damage, max HP is removed too. Nein, danke. Ich behalte meine maximalen Leben, aber danke. So, ich glaube, das hier ist nämlich schon die letzte Ebene, oder? Wenn ich mich... Oder ist es die vorletzte? Ich glaube, das ist die vorletzte. Ich glaube, ich war schon mal beim letzten Boss. Aber ich kann mich gerade nicht erinnern. Diese Ebene ist auf jeden Fall mega behindert, finde ich. Weil man so wenig sieht. Das hasse ich auch immer bei Isaac. Diesen Fluch, dass man nichts sieht. Das ist das Schlimmste überhaupt. Man will natürlich Überblick haben im Level. Und das geht bei so einem Fluch nicht, wenn es dunkel ist. Was finde ich immer blöd. Warte, kann man hier irgendwie den Gamma hochstellen? Ne, im Level nicht mehr, ne? Mist. Das ist natürlich blöd. Wenn man hier irgendwie das Video heller machen könnte, wäre das schon schön. So, you drop your collected coins on taking damage. Nee. Das wäre mir sowas von egal, wenn die Coins mich nicht stärker machen würden. Aber es macht mich jede Coin stärker. Warte, da können wir auch mal drauf achten. So, wir haben jetzt ein Damage von... Weiß man nicht, 5? Auf der linken Seite sind ja so Statistiken. Ich weiß halt überhaupt nicht, was davon bedeutet. Einmal 3. Ne, einmal 3, das sind unsere Schüsse. Okay, wir schießen einmal 3 Dinger da. Reload Speed 0,65. Wir schießen 250 Meter weit. Keine Ahnung. Und ganz unten 5. Tja, also 2 oder 5? 2 ist ja irgendwie so eine aufkommende Patrone. Deswegen denke ich mal, wir machen 2 Schaden pro Schuss. Können wir ja mal drauf achten, ob sich das erhöht, wenn wir jetzt irgendwie noch mehr Münzen einsammeln. Müsste sich ja eigentlich erhöhen. Oh Gott.
Aber wir haben trotzdem noch nicht viele Leben, ist die Sache. Das heißt, wir müssen immer noch aufpassen. Bevor ich nicht volle Leben habe... Eigentlich muss man dieses Spiel sowieso immer mega aufpassen. Noch mehr als bei Isaac. Bei Isaac findet man wenigstens noch relativ häufig Leben. Aber hier... schon so ein bisschen anders. Das will ich nicht. Alles, was mir Leben abzieht, ist doof. No loot from enemies ist auch doof. Haben wir noch irgendeine andere Tür? Ich glaube nicht. Hey, ich bin überrascht, dass das heute so gut funktioniert. Ich habe übrigens eben noch mal mit einem anderen Freund dieses Spiel gespielt, der das Spiel noch nie zuvor gespielt hat und der auch sonst keine Roguelike spielt. Und der hat sich gar nicht so dumm angestellt, muss ich sagen. Der war aber richtig gut. Also vielleicht spiele ich das dann noch mal mit dem, wenn Jay nicht irgendwann mal besser wird in diesem Spiel. Also Jay, mit dir, wenn du überhaupt mal mit mir spielen willst, du musst mindestens bis zum dritten Boss kommen. Und da auch nicht sofort verlieren. Damit ich mit dir mal eine Koop-Session hier mache. So, komm, komischer Geist, bitte gib mir ein Herz. Nein, na gut, dann nicht. Habe ich Artefakte? Nö. Ich habe gar nichts. Will ich dann überhaupt in den Shop? Ich glaube nicht. Nein, wir gehen nicht in den Shop. Lohnt ja dann nicht. So, alles einfrieren. Eigentlich sind wir halt schon mega gut. Wir haben eine richtig teure Waffe, die anscheinend auch mega stark ist. Was vielleicht noch besser wäre, wäre ein Void. Die Void-Waffe ist mega heftig krass stark. Danke für das Herzchen. Aber ich glaube, ich bin auch zufrieden mit der Waffe, die wir hier gerade haben. Vor allem unsere aktive Fähigkeit ist auch mega gut. Da können wir alles einfrieren. Die Geister hier sind süß, aber ich muss sie leider trotzdem töten. Das tut mir leid, kleine Geister. So, wir haben eine Münze eingesammelt. Sind wir jetzt stärker geworden? Nö. Aber wahrscheinlich zeigt er das auch erst an, wenn wir einen Dreier-Schaden machen. Und der zeigt dann nicht so 0,5 stärker Gedüdels an. Aber ja, ihr könnt ja auch mal schreiben, oh Gott, in die Kommentare, was ihr denkt, was in den neuen... Oh Mann. In dem neuen Update so kommen wird, ob die jetzt neue Waffen machen, neue Artefakte. Also da gehe ich einfach mal von aus, dass sie das machen. Oder ob die wirklich Synergien reinpacken, dass sie den Weg von Enter the Dungeon gehen. Die haben das ja auch erst im Nachhinein eingeführt und das war mega gut von denen gemacht. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen irgendwie. Oder neue Bosse, neue Wege wären auch mega gut, dass man nach jedem Boss überlegen kann, in welche Ebene man geht. Das fände ich mega geil. Komm, das nehmen wir einfach mal mit hier. Wir haben volle Leben, wir können zum Boss gehen. Ja, komm. So, jetzt bin ich mal gespannt. Weiß ich noch, wer das ist? Ist das schon der letzte Lava? Nee, das ist nicht der letzte. Genau, der letzte war nämlich so ein komischer... Ach, der war das. Okay. Der zieht dann noch so komisch ran. Er hat zumindest nur ein Leben. Der letzte war so ein komischer Bär. Okay, was kommt jetzt? Jetzt hat er hier, genau, solche Dinger am Boden gemacht. Und die können, glaube ich, auch Leben spawnen. Deswegen war das immer ganz nett von ihm. Ein gutes Artefakt wäre geil gewesen. Oh Mann, das häufiger Leben spawnt. Oh Gott. Können diese Zits mir bitte Leben geben? Oh, im nächsten bin ich tot. Fuck, der zieht einen so kacke ran. Okay, also bei dem... Ja, guck, ich bin schon Erster. Easy. Ma, bei dem wäre richtig gut gewesen ein Verschnellerungs-Artefakt. Aber hatte ich, glaube ich, nicht, das mich schneller gemacht hat. Venus Flytrap Blowjob. Schöner Name. Aber Erster, ihr könnt ja gerne heute auch den Daily One machen, wenn ihr versuchen wollt, mich da zu schlagen. Guck mal, sogar mit Abstand Erster. Also schon ein schweres Spiel, muss man sagen. Was passiert, wenn ich Leaderboard sage? Gar nichts. Aha, Friends, nur ich heute. Tja, dann fordere ich dich heraus, Jay, dass du das hier machst. Der Boss ist doof. Aber an sich, schön schnell hierher gekommen zumindest. Ich habe nicht alles erzählt, was ich erzählen wollte. Ich habe, glaube ich, sehr viel über das Spiel erzählt. Das tut mir leid, Leute. Aber ja, bald Update. Das heißt, spätestens am 5. kommt nochmal eine Folge Blazing Peaks. Oder würde ich sagen, bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.